Ja, hallo und herzlich willkommen zum Weinstock TV Episode 11, Verzehnfache dein Potenzial. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist und wir werden heute ein paar sehr spannende Dinge miteinander durchgehen, die dazu führen werden, dass du viel mehr von deinem Inneren, von deinem menschlichen, von deinem neuronalen Potenzial ausnutzt und damit deine Ziele, Wünsche und Träume sehr viel schneller und sehr viel leichter und sehr viel einfacher erreichst. Ja, ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, ist eines. Wir können nicht davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die erfolgreich geboren sind und die anderen sind eben nicht erfolgreich geboren. Es ist doch nicht so, dass wenn Kinder geboren werden, dass der Chefarzt durchgeht und jedem Baby den Stempel drauf knallt und sagt, du wirst mal erfolgreich und du nicht, du nicht, du nicht und du wirst wieder erfolgreich. Das ist nicht so. Sondern wir selbst haben es in der Hand. Wir selber können unser Potenzial entfalten und wir selber können unsere Ziele erreichen. Doch dafür gibt es einen ganz bestimmten Prozess, dafür gibt es Dinge, die wir tun müssen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Wenn du dein volles Potenzial anzapfen willst, und es gibt tausende Studien da draußen, das braucht ihr nur mal googeln, dass wir im Durchschnitt 6-10% unseres menschlichen Potenzials nutzen. 6-10%. Sagen wir 10, runden wir auf. 90% unseres Potenzials liegen brach. Und das ist genau der Punkt, warum Menschen kämpfen, arbeiten, in unglücklichen Beziehungen sind, tun und machen oder auch nichts tun, in Ängsten gefangen sind. Einfach ein Leben leben, wo es einfach darum geht, dass man irgendwie seine Miete bezahlt, dass man seine Rechnungen bezahlt, dass man vielleicht einmal im Jahr ein paar, drei schöne Tage auf Mallorca hat oder was auch immer. Das ist nicht das Leben. Das ist nicht das, weil es geht darum, dass du viel mehr aus dir machst, dass du wächst. Und der Zweck davon, ein Ziel zu erreichen, ist wirklich der Zweck, dass du daran wächst, dass du zu einer anderen Persönlichkeit wirst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen lasst uns Folgendes tun. Lasst uns heute zusammen mal einen Prozess durchmachen, der dazu führt, dass du viel mehr Power bekommst, dass du viel mehr in dein volles Potenzial reinkommst und vor allem eines nutzt, den Flow-Zustand. Darum geht es heute. Du kennst das vom Laufen, du kennst das vom Sport machen. Es kommt irgendwann so wie so eine Mauer und es heißt, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich bin am Ende, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte irgendwo nur noch an der Seite mich irgendwo hinsetzen. Aber wenn du über diesen Punkt rausgehst, dann kommst du in den Flow-Zustand rein, das kennst du wahrscheinlich. Dann kannst du nochmal laufen, dann kannst du nochmal Gas geben, dann kannst du nochmal richtig Power geben. Und darum geht es, diesen Flow-Zustand, den kennen wir. Viele Menschen kennen diesen Flow-Zustand. Und schreib mir mal rein, wie viele Tage im Jahr du in deinem vollen Potenzial hast. Ich mache mal ein folgendes Beispiel. Du wachst morgens auf, du bist vollkommen in deinem Potenzial, in deiner kompletten Power. Du sagst dir, hey, das ist der Hammer, das ist Wahnsinn, ich fühle mich gut, ich fühle mich klasse. Du nimmst ein tolles Frühstück, das dir Energie gibt, du fährst ins Geschäft, du überzeugst die Kunden und alles läuft gut. Und auch wenn irgendetwas kommt, eine negative Nachricht, dass irgendetwas nicht klappt, irgendwas funktioniert nicht so, wie du es haben möchtest, selbst dann stehst du da mit stolzer Brust und sagst dir, weißt du was, kein Thema, kein Problem, ich finde schon eine Lösung. Und der Tag läuft und du machst einen geilen Umsatz und das ist alles super. Aber der nächste Tag ist wieder, mal sehen, mal schauen. Und das ist genau der Punkt. Wie viele Tage im Jahr hast du in deinem vollen Potenzial? Hast du 365? Wenn nicht, dann sollten wir das auf jeden Fall ändern. Mir geht es darum, dass du wirklich emotionalen Raketentreibstoff jetzt durch deinen ganzen Körper fließen lässt und dass du
das bekommst, was du haben möchtest. Die meisten Menschen sind müde, sie haben keine Energie. Bei den meisten Menschen geht es darum, irgendwie eine Rechnung zu bezahlen. Doch wenn es nur immer nur darum geht, Rechnungen zu bezahlen, weil wie ist denn deine Power, wie ist denn deine Energie am Morgen? Springst du raus und sagst, juhu, geil, ich darf wieder eine Rechnung bezahlen. Nein, das ist eben nicht, du bist nicht in deinem vollen Potenzial, weil wir Menschen uns keine Ziele setzen. Und das ist der erste Punkt, worüber ich mit dir sprechen möchte. Schnapp dir bitte, und das ist ganz wichtig heute, schnapp dir was zu schreiben, denn wir wollen heute hier ein Training zusammen machen. Und wenn du hier mit dabei bist, dann wirst du danach, nachdem wir den Prozess zusammen durchgegangen sind, wirst du in einem anderen Zustand sein. Und genau darum geht es. Wir müssen heute in dieser ganzen Informationsüberflutung, tausende Nachrichten, tausende Informationen prasseln auf uns jeden Tag ein. Wie viele Nachrichten kriegst du auf Xing, Facebook, wie viele Posts, wie viele Sachen, wie viele Dinge auf Instagram, die anzuschauen sind, die zu machen sind, wo du reagieren sollst und alles Mögliche. Wie viele Sachen bekommst du von denen? Wie viele E-Mails? Und das ist genau der Punkt. Wir leben heute im Zeitalter der Informationsüberflutung. Letztendlich hat uns aber keiner auf dieses Informationszeitalter vorbereitet, richtig? Oder hast du da irgendeinen Kurs gemacht? Hast du gesagt, okay, jetzt muss ich mein Gehirn mal ein bisschen umstellen, ich muss irgendwie mal was anders machen? Wisst ihr, was das Problem ist? Das Hauptproblem in der Informationsüberflutung ist, dass wir immer nur draußen sind. Wir schauen uns immer nur im Außen an, was da passiert. Das Leben zieht an uns vorbei, während wir auf Facebook sind. Du weißt es selber, ich weiß es auch von mir. Man ist 5 Minuten auf Facebook und du schaust auf die Uhr und es sind 30 Minuten um. Richtig? Und das ist genau der Punkt. Das Leben wird immer schneller, immer mehr Informationen, immer mehr Daten kommen hier rein. Und das ist genau auch die Gefahr, dass du eben weg von deinen Zielen kommst, weil es einfach heute viel, viel mehr Ablenkung gibt als noch vor vielen Jahren. Da gibt es viel mehr Ablenkung von deinem Geschäft auch. Du willst kurz einen Post machen, du willst deine Leute informieren, dass du ein neues Produkt hast, eine neue Dienstleistung, ein neues Seminar oder was auch immer. Zack, und du gehst auf Facebook, was kommt zuerst? Ah, da kommen die Posts von meinen Freunden und der war gestern da und der war gestern da und der hat sein Essen fotografiert. Und was machen wir? Sind wir konzentriert? Sind wir auf unsere Ziele fokussiert? Haben wir wirklich einkommensproduzierende Tätigkeiten? Gehen wir diesen einkommensproduzierenden Tätigkeiten wirklich nach, wenn wir aktiv neue Kunden gewinnen wollen, wenn wir mehr Geld verdienen wollen? Tun wir das, was zu tun ist, wenn unsere Beziehung kriselt? Tun wir das, was zu tun ist, wenn wir nicht die Energie haben, wenn wir nicht die Gesundheit haben, die wir haben wollen? Ist das so? Oder nicht? Und das ist genau der Punkt, ihr Lieben. Ja, das ist ganz genau der Punkt. Ja, sehr schön. Ihr kommt hier alle rein, immer mehr, sehr gut. Wir haben hier immer mehr Zuschauer, meistens nicht immer live. Live sind immer nur ein paar dabei, aber wir erreichen immer 5.000 bis 10.000 Leute mit jeder Sendung und das kann ich nur eins sagen, bin ich wirklich stolz drauf und möchte mich an der Stelle auch bei dir bedanken fürs Teilen, fürs Posten, fürs Liken, fürs Machen, fürs Tun, fürs Verbreiten, weil letztendlich geht es darum, dass wir ein paar Informationen in den Alltag reinbringen, der einfach dazu führt, oder die einfach dazu führen, dass wir unser Leben ein Stück verändern können. Und zwar genau in die richtige Richtung. Es gibt so viele Dinge zu tun, ihr Lieben. Also lasst es uns anpacken. Weitschock TV ist deshalb, genau deshalb, freitags 12 Uhr, damit du dir Gedanken machen kannst, du kannst es am Wochenende abarbeiten und kannst in deiner nächsten Woche Vollgas geben. Und heute werden wir einen richtig guten Prozess miteinander machen, ihr Lieben. Ja, wir werden einen Prozess miteinander durchgehen, der dazu führt, dass du viel mehr in deine Power kommst, dass du in deinen Peak State kommst. Peak State sagen wir oft in der Neurowissenschaft dazu. Das heißt, es ist so der Spitzenzustand. Und damit du in diesen Spitzenzustand kommst,
Ja, hier oben auf dem Berg, da ist der Spitzenzustand. Damit du da reinkommst, ist eines wichtig, wir werden eines miteinander durchgehen, und zwar werden wir dafür die PowerMind-Formel heute zusammen anwenden. Wir werden es anwenden, wir werden das tun jetzt zusammen. Schnapp dir was zu schreiben. Wichtig ist eines, wir müssen uns zuerst, damit wir dahin kommen, wo wir hin wollen. Das sind 7 Schritte in der PowerMind-Formel, die wir jetzt hier miteinander durchgehen. Dass wir uns im ersten Schritt Gedanken machen über unsere Ziele. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen zuerst mal uns anschauen, wo stehen wir denn gerade und wo wollen wir hin. Weil wenn wir immer nur sagen, da wollen wir hin und gar nicht wissen richtig, wo wir stehen, ist das ein bisschen blöd. Ja? So, und was wir jetzt machen, ist einfach mal einen Kreis. Und hier bringst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder rein. Ja? Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Mal den mal, diesen Kreis. Und jetzt schreibst du mal auf, zum Beispiel Umgebung. Das ist deine Umgebung. Das ist das Rad des Lebens. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Moment, ich schaue mal kurz, ob es drauf ist. Ob du mich siehst. Okay, gut, perfekt. Super. Was wir jetzt machen ist, dass du auf einer Skala von 0 bis 10 selbst dein Leben mal bewertest. Du schaust also ganz genau, wo du bist, und dann gehen wir aufs Ziel. Du gehst in die Skala rein und machst jetzt Folgendes. 0 ist, du bist gar nicht zufrieden damit, und 10 ist, du hast alles erreicht. Bestmöglich, supergeil, spitze, klasse, voll da. Wie zufrieden bist du mit deiner physischen Umgebung gerade? Und jetzt mach hier mal 10 Teilschritte rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 ist hier außen. Und du sagst jetzt zum Beispiel, ja Daniel, Umgebung, meine physische Umgebung, also wo ich wohne, meine Wohnung, in der ich bin, mein Haus, in dem ich bin oder der Ort, in dem ich lebe. Du sagst vielleicht, oh, das nervt mich oder das Wetter passt nicht oder was auch immer. Das war bei mir vor 5 Jahren so, dass ich gesagt habe, ich werde keinen einzigen Winter mehr in Deutschland erleben, weil ich werde es nicht mehr mitmachen, weil ich hatte da einen Winter erlebt, da war es wirklich 3 Monate dunkel. Das war furchtbar für mich. Ich habe gesagt, ich will in die Sonne, ich werde in die Sonne gehen. Also ich habe mir irgendwo gesagt, hey, damit bin ich unzufrieden. Und wisst ihr, wenn wir immer alles nur, immer mit allem zufrieden sind, wenn wir immer nur uns mit Menschen vergleichen, denen es schlechter geht als uns selbst, dann ziehen wir uns herunter, wenn wir sagen, anderen geht es viel schlimmer, viel schlechter, aber wir müssen ja froh sein, dass wir überhaupt ein bisschen Geld verdienen. Nein. Vergleich dich mal mit Leuten, die höher stehen und sagen, hey, im Vergleich zu Warren Buffett habe ich ja absolut gar kein Geld. Komm, lass uns mal ein bisschen nach oben gehen. Das ist ganz wichtig. Ist-Zustand feststellen und dann ins Ziel. Wir gehen gleich ins Ziel. Wichtig ist aber, dass du jetzt mal eines tust, und zwar sagst jetzt, legst fest und sagst, okay, auf einer Skala von 0 bis 10 bin ich auf 4 zufrieden mit meiner Umgebung. 1, 2, 3, 4. Hier. Und da machst du ein Kreuzel. Okay, so, der nächste Punkt ist Karriere. Schreiben wir hier drauf. Wie zufrieden bist du mit deiner beruflichen Karriere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10. Du sagst vielleicht, ja, cool, passt schon ganz gut, bin aber noch nicht da, wo ich sein möchte. Machen wir mal 5. Der nächste Punkt ist Familie und Freunde. Familie und Freunde, 1, 2, 3, 4,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist nicht so ganz genau, aber passt. So, du sagst vielleicht, hey, Familie, Freunde, alles super, alles klasse, spitze, da bin ich auf 9. Da geht immer ein bisschen mehr. Schöner kann es immer sein, aber das passt. Oder du sagst, oh je, wenn ich schon an meine Familie denke oder an meine Freunde denke, die ziehen mir dauernd Energie, irgendwie kriege ich nicht die richtigen Freunde, irgendwie gehen die Gespräche immer auf irgendwelche negativen Dinge, die mich nerven, die mich stören. Okay, dann mach's halt 3 oder 2. Okay? Dann, nächster Punkt. Geh mal rein und schau dir an deinen Lebenspartner. Ja, Lebenspartner, deine Lebenspartnerschaft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da sagst du vielleicht, okay, hey, alles cool, alles super, geil, 10. Oder du sagst 1 oder du sagst 0, ich habe gar keinen. Kann ja auch sein. Nächster Schritt ist Freizeit und Erholung. Freizeit und Urlaub könnte man auch sagen. Ja? Erholung, Urlaub, Freizeit. Hast du die freie Zeit? Hast du die freie Zeit, um das zu tun, was du tun willst? Hast du die Möglichkeit, dich zu entspannen? Hast du die Möglichkeit, dich deinen Hobbys zu widmen, den Dingen, die du gerne tust? Hast du die Möglichkeit, irgendwo dich auszupowern, dich auszutoben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn du sagst, nee, ich bin eigentlich gerade nur am Arbeiten und ich hätte normalerweise sehr viel mehr Freizeit, dann mach halt 3 oder 2 oder 0. Wenn du sagst, es ist okay, dann machst du 5, 6. 10 ist wirklich, hey, du hast den Urlaub, du hast die Freizeit, das passt, alles super, alles geil. Der nächste Punkt ist Gesundheit. Du bist voller Energie, voller Power, du erreichst deine Ziele, du bist fit den ganzen Tag über und natürlich auch hier mentale Gesundheit. Ne, meine ich ja natürlich auch. Du bist voll im guten Gefühl, du bist voll in deiner Power drin, dann 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jemand anders sagt vielleicht, nee, pass auf, ich bin zwar schon ganz gut, aber sagen wir mal 7. Ja. Und wie sieht es denn aus mit deinem persönlichen Wachstum? Wie sieht es denn da aus? Persönliches Wachstum. Wie sieht es denn da aus bei dir in dem Bereich? Sagst du, du fühlst dich gut, du merkst, wie du vorankommst, du lernst neue Dinge, deine Persönlichkeit entwickelt sich, du wirst zu der Person, die du sein möchtest, oder merkst du eher, oh, nee, funktioniert nicht so. Bei mir ist eigentlich nicht so toll. Okay, dann mach vielleicht 5. Du wertest es selber ein. Nächster Punkt ist, ich nenne es jetzt mal Spiritualität. Das kann sein, du glaubst vielleicht an Gott, an ein Universum, du glaubst vielleicht an irgendeine Kraft, an irgendeine Macht, die irgendwas entstehen lässt. Und das ist jetzt ganz egal, woran du da glaubst, ob das der liebe Gott für dich ist, ob das Allah ist, ob das das Universum ist, ja, die Kraft, die alles durchdringt oder was auch immer es für dich ist, das große Ganze, was auch immer es für dich ist. Das Ding zu verstehen, das Leben zu verstehen. Ja? Spiritualität heißt ja mehr so das Geistige. Das heißt ja mehr so, also meine Gedanken, meine Gefühle, meine Ziele, mich vielleicht in einem, vielleicht heißt es Meditation auch für dich, einfach in die Ruhe zu finden, ja, dich selbst in die Ruhe reinzubringen. Kann ja auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte gern mehr Ruhe finden, ich möchte gern da mehr zu mir selbst kommen, ich möchte, ja, so, das ist so diese feinstoffliche Weltspiritualität. Spirituell heißt geistig letztendlich. Spirit ist der Geist. Okay? Das ist was Geistiges.
Und das ist einfach der Punkt, wo siehst du dich da? Wo siehst du dich da in deiner persönlichen Entwicklung? Sagst du, ja, da kommt bis jetzt einiges zu kurz, da kann ich mich gar nicht entwickeln. Okay. Und jetzt mach bitte Folgendes. Jetzt schau dir deinen Rat des Lebens doch mal an und mach Folgendes und verbinde jetzt die Kreuze mal miteinander. Und dann frag dich doch mal, wie du mit diesem Rad, wenn du das auf dieses Rad jetzt hier, was ich hier eingezeichnet habe, wenn du dieses Rad auf ein Auto montieren würdest, wie dieses Rad läuft, wie läuft da dein Leben? Wie läuft dein Leben? Schau dir das ganze Ding an. Bist du zufrieden damit oder bist du nicht so zufrieden damit? Sagst du, hey, es läuft gar nicht rund, das Ding. Weil wenn es auf der einen Ecke besser ist, dann geht es auf der anderen Ecke, ist wieder ein Problem. Wenn ich in meiner Beziehung alles toll ist, dann habe ich wieder ein Problem im Geschäft oder kann er sein. Wichtig ist eins, das läuft nicht, sagt Yvonne, das hoppelt. Okay, ja. Aber das ist, wisst ihr, es geht mir nicht darum. Das, was wir hier sehen, ist weder gut noch schlecht. Es ist nur ganz wichtig, dass wir für uns mal wirklich erkennen, unseren Ist-Zustand. Und das ist wichtig bei den Zielen, dass wir unseren Ist-Zustand erkennen, dass wir wissen, wo stehen wir. Weil wenn wir das nicht wissen, wo wir stehen, dann werden wir auch keinen Weg finden zum Ziel, richtig? Und das ist ganz wichtig. Okay, ihr seid hier unten, deswegen schaue ich mir immer hier unten eure Kommentare an, dass ihr denkt, wo guckt er denn jetzt hin? Okay, cool, super. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt rein. Gar kein Thema. Der nächste Punkt ist, wenn du Ziele aufschreibst, es ist wichtig zu wissen, warum möchtest du diese Ziele erreichen. Das Warum ist dein Motor, wenn du kein Warum hast, wenn du zwar ein Ziel hast und sagst, ja, ich möchte einen Porsche fahren und du gar nicht weißt, warum du den möchtest, dann wirst du den auch nicht bekommen oder nur sehr, sehr schwer bekommen. Wenn wir immer nur alles wegen Geld tun, nur irgendwie wegen alles nur materialistische Dinge, das ist völlig in Ordnung, dass wir materielle Ziele haben. Das ist super, das ist überhaupt keine Abwertung. Ja, das ist super und das ist genauso in Ordnung wie immaterielle Ziele. Doch es geht darum zu wachsen, das ist wichtig, zu wissen, okay, warum mache ich das? Und das Warum ist meistens, dass wir zu einer besseren Persönlichkeit werden. Weil wenn du deine Ziele, Wünsche und Träume erreichst, dann sagst du, hey, wow, das habe ich geschafft, da stehst du ganz anders da, da bist du ganz anders im Leben, da klopfst du dir auf die Schulter und sagst, hey, klasse, das habe ich geschafft, das habe ich gemacht und wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch noch das Nächste. Es geht darum, persönlich zu wachsen, sich persönlich zu entfalten, hier ein Leben auf dieser Erde, sich ein Leben zu machen, das einfach richtig Spaß macht, wo du voller Power bist, voller Energie bist. Darum geht es und es geht nicht darum, irgendwie im Hamsterrad den ganzen Tag irgendwie Rechnungen zu bezahlen oder irgendwie über die Runden zu kommen und irgendwie zu überleben. Nein, es geht darum, um zu leben, statt zu überleben. Das ist ganz wichtig. Der nächste Punkt ist, wenn du dich um deine Ziele kümmerst, dass du dir, das haben wir auch schon ganz am Anfang gemacht, da kannst du mal in die ersten ein, zwei Episoden reingehen, dass du dir große Ziele setzt. Das ist ganz wichtig, dass du dir große Ziele setzt. Weil wenn die Rechnungen wichtiger sind, wenn die Bequemlichkeit wichtiger ist oder wenn vielleicht eine Angst sogar höher ist, etwas zu tun, dann wirst du da nicht ankommen, richtig? Das wird nicht funktionieren. Und deswegen setz dir große Ziele, du weißt warum. Und der nächste Punkt ist, es geht wirklich auch um Gewohnheiten. Das Thema Gewohnheiten ist ein wichtiger Punkt, weil wir tun immer das Gleiche und erwarten andere Ergebnisse. Hat Einstein schon gesagt, es wäre Wahnsinn zu glauben, wir könnten immer die gleichen Dinge tun und dabei andere Ergebnisse erwarten. Wird nicht funktionieren. Der zweite Schritt ist die Fokussierung. Du musst dich auf dein Ziel fokussieren. Wir machen gleich komplett Übungen dazu. Okay, wir gehen jetzt erst die Struktur durch, die 7 Punkte, und dann machen wir die Übung dazu und dann sagst du mir mal, wie du dich fühlst, ob du mehr von deinem Potenzial merkst.
Ja, das ist wichtig. Wir müssen einfach, die Macht der Wiederholung ist da wichtig bei der Fokussierung, dass wir uns immer wieder und immer wieder auf unsere Ziele konzentrieren. Nochmal auf die Ziele, nochmal, nochmal, nochmal. Ich selbst schreibe mir, das wisst ihr, ich schreibe mir dreimal am Tag meine Ziele auf, weil ich einfach dadurch den Fokus nicht verliere und weiß, was ich machen will. Ich kenne meine Projekte, ich weiß ganz genau, was ich dafür tun muss und das fällt mir dann auch ein. Das fällt mir dann aber nicht ein, wenn ich mir einmal ein Ziel aufschreibe und sage mir dann, oh ja, wie funktioniert denn das? Und dir fällt zu dem Wie, was dir automatisch kommt, fällt dir nicht sofort was ein und dann sagst du, es ist gar nicht möglich, mein Ziel zu erreichen. Zack, bang, in der alten Energy wieder, in den gleichen Problemen, im alten Zustand drin. Sofort. Durch das Wörtchen Wie. Das ist krass, ne? So. Und das darf nicht sein, wenn das Wie kommt, kein Thema. Du musst noch gar nicht wissen, wie du es erreichst, du musst nur wissen, dass du es erreichst. Das ist der erste Schritt. Du musst wissen, dass du es erreichst. Und je öfter du es aufschreibst, je öfter Aufschreiben manifestiert, je öfter du aufschreibst, desto mehr kommen die Gedanken, die Ideen zu dir, die dazu führen, dass du das erreichst. Das kommt dir aber nicht, wenn du nicht dran glaubst, das kommt dir auch nicht, wenn du einmal im Jahr dein Ziel aufschreibst. Mach's dreimal am Tag. Es wird sich einiges ändern. Der dritte Punkt ist, wir müssen Blockaden erkennen. Mit Blockaden meine ich Dinge, von denen du glaubst, dass sie dir im Weg stehen. Also was dich auffällt, was dich stresst bei der ganzen Situation. Der vierte Punkt ist, hier gehen wir ins Blockade-Lösen rein. Du musst diese Denkblockade, diese Gefühlsblockade oder was auch immer da ist, die im Zusammenhang mit deinem Ziel steht, warum du es nicht erreichen kannst, die musst du lösen. Wir werden heute von 100 Methoden, die ich dafür habe, vielleicht sogar noch ein paar mehr, werden wir eine Methode machen. Wir werden nur eine Sache machen, weil ja, sonst müsste ich hier jetzt ein 3, 4, 5 Tage Seminar machen und ich weiß, die ein oder anderen haben Lust darauf, nur ich habe noch ein paar andere Termine heute. Ja. So. Und der fünfte Punkt ist, wir brauchen ein neues Bewusstsein. Wir müssen ein neues Bewusstsein aufbauen, über das, was möglich ist. Wir brauchen ein neues Bewusstsein für unsere Ziele, Wünsche und Träume. Warum? Wir müssen Beweise finden, warum wir es trotzdem tun können. Warum es trotzdem möglich ist. Schaut mal, die Gebrüder Wright, ganz einfache Fahrradmechaniker, haben das Flugzeug erfunden. Sie haben so lange dran rumgeschraubt, bis das Ding geflogen ist. Sie haben gesagt, okay, ich bin abgestürzt, das Ding fliegt nicht, das funktioniert nicht. Das geht gar nicht, was wir uns vorstellen. Haben sie gesehen, aber hier haben sie gesehen, dass es funktioniert. Und sie haben so lange weitergemacht und haben gesagt, wir können es trotzdem tun. Und das ist wichtig. Und der nächste Schritt ist ein Aktionsplan. Ja, der nächste Schritt ist dein Aktionsplan. Wenn du ein neues Bewusstsein hast und Ziele hast und alles Mögliche, aber nicht richtig weißt, was du tun musst, dann ist das nicht fertig. Dann ist das keine runde Sache. Weil wir müssen immer, und das ist wichtig, wir müssen immer etwas tun, um ein neues Ergebnis zu bekommen. Das ist immer so. Aus unseren Gedanken, hier der Stift zum Beispiel, war ein Gedanke vorher. Geistiges Potenzial, spirituelle Welt, war am Anfang nur ein Gedanke. Und da hat sich jemand hingesetzt und hat gehandelt. Er hat was gemalt, hat gesagt, okay, so und so sieht der Stift aus, grün, mit der und der Kappe, die soll da hinten drauf passen. Der Stift soll grün sein, soll das und das sein. Und hat sich hingestellt und hat das Ding gemalt. Dann hat er eine Form gebaut wahrscheinlich, hat diesen Stift hier gegossen, wie auch immer. Und dann ging es in die Serienproduktion, früher oder später, nachdem das Ding gut war. Das heißt, am Anfang war es nur ein Gedanke, aber er hat gehandelt, er hat was getan. Und wir bekommen Ergebnisse auf unserem Konto, in unserer Beziehung und so weiter, nur dann, wenn wir handeln, wenn wir etwas tun, wenn wir etwas machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ins Tun und ins Machen kommen und dass wir wissen, was wir tun müssen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Das heißt, der sechste Schritt ist ein Aktionsplan und der siebte Schritt, da geht es dann wirklich ums Tun.
Hier geht es ums Tun, hier geht es ums Machen. Du kannst den schönsten Aktionsplan liegen haben. Ich kenne tausende von Kunden. Ich habe mit über 47.000 Menschen in den letzten 10 Jahren gearbeitet, in meinen Seminaren, in meinen Trainings, in meinen Workshop, in meinen Online-Seminaren. Und ich sehe immer wieder Menschen, Unternehmer, Selbstständige, die tolle Produkte haben, die tolle Dienstleistungen haben, die wirklich wirklich das Leben von vielen Menschen verändern können, weil sie einfach so tolle Produkte und Dienstleistungen haben, weil sie so tolle Geschichten machen. Und letztendlich hängt es am Aktionsplan. Oh ja, dann müsste ich, man müsste mal, ne? Kennt ihr? Man müsste eigentlich das machen. Eigentlich sollte ich das und das machen. Ja, was heißt denn eigentlich? Ich nehme mal das Wort weg und sage, okay, das muss ich jetzt tun, das ist der nächste Schritt, das sind die nächsten 3 Schritte. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du die Energie aufbaust, dass du dich glücklich fühlst, dass du voll in deiner Power bist, dass du voll in deiner Mitte bist und aus deinem Potenzial raus handelst und hier ins Tun reinkommst, und zwar in deinem vollen Potenzial. Wie wir das machen, da gehen wir gleich um, gehen wir gleich durch und ihr merkt, ich denke immer schon einen Satz weiter. Ja. Mit um meine ich Folgendes: umgehen. Wir müssen mit einer ganz bestimmten Sache umgehen, und das ist Druck. Wir müssen mit Druck umgehen. Wir müssen lernen, dass wir mit Druck umgehen. Hey, das Ding muss fertig werden. Hey, weißt du, gib deinem Aktionsplan, gib dem mal, hau da mal ein bisschen Dringlichkeit rein. Die Dringlichkeit muss dazukommen. Das ist so, so wichtig, dass diese Dringlichkeit aufgebaut wird, dass man nicht sagt, ja, irgendwann, ja, in einem Jahr oder in 3 Jahren kann ich es auch noch machen. Du weißt doch gar nicht, ob du es in 3 Jahren noch machen kannst. Jetzt kannst du es tun, jetzt bist du bereit, jetzt ist alles da. Oder ist alles andere wichtiger? Ist die Fernsehserie wichtiger? Ist es wichtiger, heute Abend wieder zum Kegelclub zu gehen, wie jede Woche? Oder den Jungs oder Mädels einfach mal zu sagen, du, pass auf, ich kann heute nicht, ich habe heute eine ganz, ganz wichtige Sache zu tun. Und deine richtigen Freunde verstehen das. Die falschen Freunde werden es nicht verstehen. Bei den Falschen kannst du nichts richtig machen. Und bei den Richtigen kannst du nichts falsch machen. Präg dir den Satz ein. Das ist immer so, dass du bei den Richtigen nichts falsch machen kannst. Da kannst du tun, was du willst, die nehmen dich in den Arm. Sagen, du, pass auf, kein Thema, ich verstehe dich. Super, klasse, freue mich, wenn du an deinem Business arbeitest, freue mich, wenn du vorankommst, klasse, gar kein Problem. Und bei den Falschen kannst du nichts richtig machen. Die schmieren dir alles aufs Brot. Ja, und damals warst du da nicht schon nicht dabei. Und damals warst du auf dem Geburtstag vom Heinz Otto schon nicht dabei. Ne? Und so diese ganzen Geschichten. Bei den Falschen kannst du nichts richtig machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Lerne mit Druck umzugehen. Mach dir ein bisschen Druck, weil letztendlich aus Druck entstehen Diamanten. Wer liebt Diamanten von euch? Schreibt es mir rein, gebt mir ein Like, gebt mir ein Herzchen, wenn jemand von euch Diamanten mag. Okay. Und das ist doch genau der Punkt. Das ist der Punkt. In dir steckt ein Diamant. Und oft sind es Rohdiamanten, oft sind sie schon ein bisschen geschliffen. Doch je mehr du an deiner Persönlichkeit arbeitest, je mehr du da reingehst, je mehr du das tust und je mehr du spürst, du tust etwas und du bekommst ein neues Ergebnis, zack, bang, genial, neues positives Ergebnis, ich mach's wieder, ich mach nochmal eins, ich pack nochmal eins obendrauf. Je mehr das ist, desto mehr von diesem, und da habe ich ja vorhin gesprochen, von diesem emotionalen Raketentreibstoff fließt durch deine Adern und du bist voll da, du bist hier, im Hier und Jetzt und gibst Gas und erreichst deine Ziele, Wünsche und Träume. Und Hand aufs Herz. Welches? Hier, Hand aufs Herz. Hier, da ist es. Was gibt es Schöneres, als an der Erreichung seiner Ziele, Wünsche und Träume zu arbeiten? Was gibt es Schöneres? Ist geil, oder? Und bau Disziplin auf. Das ist letztendlich das Tun. Okay? Das ist das Tun. Wir machen das jetzt zusammen durch. Wir geben jetzt Gas. Ich schaue mal ganz kurz, ob ihr noch Fragen habt. Okay. Scheitert vor allem im Business am Tun. Mhm. Schreibt Sophia gerade rein. Also Aktion und Bewegung vorwärts. Birgit, ja. Betreffend Lebenspartner, eine gute Freundschaft kann doch mehr Punkte geben als eine unglückliche Ehe. Auf jeden Fall, Anne, ganz klar. Ne? Hier, haben wir ja Familie, Freunde. Ist ja ein anderer Bereich.
Okay, Dietmar, sein Rad sieht aus wie ein Kopf. Ist ja cool. Vielleicht hat es was mit Mindset zu tun. Vielleicht ist es ein bestimmtes Symbol, was es dir zeigen will. Ist ja auch cool. Okay. So. Also schon mal ziemlich rund dann, ne, bei dir. Ist das schon mal ganz gut. Nur sehen wir auch oft unser Potenzial. Vielleicht ist es oft so, dass wir sagen, okay, hier ist es eine ganz runde Geschichte, aber wir haben noch viel mehr Potenzial. Wir könnten noch viel mehr machen. Okay, lasst uns das miteinander durchgehen. Schnapp dir jetzt ein neues Blatt Papier, denn wir gehen jetzt die PowerMind-Formel durch. Wir werden sie jetzt zusammen anwenden. Also sei bereit, setz dich aufrecht hin, trink ein bisschen Wasser, wenn du gerade was hast, und lass uns loslegen. Ziele. Schreib jetzt dein Ziel auf. Schreib jetzt dein Ziel auf. Schreib dein Ziel auf, was du hast. Frag dich, ob dieses Ziel groß ist und ob es dich motiviert. Ist es groß? Motiviert es dich? Und frag dich, schreib bitte darunter, schreib jetzt darunter unter dein Ziel, warum willst du es erreichen? Warum willst du dieses Ziel erreichen? Schreib es mal auf. Warum genau dieses? Warum ist es so wichtig für dich, dieses Ziel zu erreichen? Und jetzt mach Folgendes, jetzt fokussiere dich auf dein Ziel. Du hast ein Bild von deinem Ziel, vielleicht einen kleinen Film im Kopf. Du hast irgendwas im Kopf, wo du sagst, okay, so sieht es aus, so möchte ich, dass mein Ziel ist, so sieht es aus, wenn ich das Ziel erreiche. Und jetzt mach Folgendes, schließ mal kurz die Augen, jetzt gehst du mal nach innen. Nicht außen in der Ablenkung sein, sondern mal ganz kurz nach innen gehen, nur mal ganz kurz Augen schließen, mal einatmen, tief ein- und ausatmen. Ein- und ausatmen zentriert natürlich auch immer. Und jetzt machst du Folgendes, jetzt stellst du dir vor, tu einfach mal so, als ob alle deine Ziele, Wünsche und Träume, die du hast, jetzt zu dir kommen würden. Das heißt, dein Ziel, dein Wunsch, dein Traum, was auch immer du aufgeschrieben hast, kommt jetzt zu dir. Tu einfach so, als ob. Wie würde sich das anfühlen? Wie würde sich das anfühlen, wenn du da wärst? Wenn es jetzt zu dir kommen würde. Schreib mir das mal rein. Schreib mir dieses Gefühl mal rein. Und genau das hat was mit Fokussierung zu tun. Mit Fokussierung hat es auch was zu tun, dass man dreimal täglich seine Ziele aufschreibt, damit man in diesem Fokus bleibt und nicht seine Energie in tausende Sachen streut. Nächster Schritt ist, Blockaden erkennen. Jetzt schreibst du auf, jetzt schreibst du drunter, was dich aufhält. Was hält dich auf, dieses Ziel zu erreichen? Du kannst sagen, vielleicht, mich hält gar nichts auf, dieses Ziel zu erreichen. Du sagst vielleicht auch, das und das könnte mich aufhalten. Vielleicht kommt auch sowas, warum du das nicht tun kannst. Ja, in der Familie ist noch niemand reich geworden, Geld verdirbt den Charakter, was auch immer. Es kommen irgendwelche Sachen raus, es kommen vielleicht auch irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit hoch. Wenn du dir über 2, 3 Jahre Neins geholt hast im Vertrieb und jetzt sagst, ja Mensch, jetzt will ich einen richtigen Kundenbestand aufbauen und Vollgas geben, dann ist ja ganz klar, dass dein Unterbewusstsein dich bremst und sagt, pass auf, Kundengewinnung hat vorher auch nicht funktioniert. Du hast ja einen Nein nach dem anderen abgeholt. Warum soll es jetzt funktionieren? Das heißt nicht, dass die Kundengewinnung nicht funktioniert. Das heißt nur, dass du dir selbst das in den Weg stellst. Du kannst aber auch sagen, du hast eine große Vision, du willst ein Business aufbauen, aber dir fehlt das Geld dazu. Irgendetwas, weißt du stellst dauernd irgendetwas vor dein Ziel, warum du es nicht erreichen kannst. Hier ist dein Ziel und du stellst irgendwas davor. Irgendeine Vorwand hast du. Ja? Irgendeine Wand stellst du dahin, zack, und sagst, okay, aus dem Grund kann ich es nicht erreichen. Unbewusst, oft ganz unbewusst, aber schreib es dir mal auf. Was kommt da, wenn ich dich frage, was hält dich auf? Warum kannst du es nicht tun? Und jetzt geht es darum, die Blockade zu lösen. Und hier machen wir jetzt Folgendes, dass du dich am besten nach dem, jetzt machen wir es nur mal in Stichpunkten, aber du gehst diesen Prozess am besten nochmal nach dem Training heute durch. Vielleicht heute Abend, vielleicht in der Mittagspause gleich, vielleicht bist du auch gerade in der Mittagspause, wie auch immer, und hast noch ein bisschen Zeit danach. Dann geht es nochmal richtig durch. Was wir jetzt tun ist,
Zwischen dem, was wir erreichen wollen und dem, wo wir stehen, steht meistens eine Geschichte, warum wir es nicht erreichen können. Wir erzählen uns dauernd selbst irgendeine Geschichte, warum wir es nicht haben können, warum wir es nicht erreichen können. Was ist deine Story, was ist deine Geschichte? Und jetzt mach Folgendes. Jetzt schreib die mal positiv, diese Geschichte. Also das ist jetzt gerade was aufgeschrieben, was dich abhält. Ich schaue mal in den Chat, ob ihr irgendwas reingeschrieben habt hier in den Kommentaren. Okay, cool, ihr habt da coole Sachen, erfüllend, leicht, ja. Super, ihr habt coole Sachen reingeschrieben, okay. Was wir jetzt machen, wie gesagt, Geschichte umschreiben. Du schreibst jetzt auf, du sagst, okay, Kundengewinnung klappt bei mir nicht. Ich kann keine Kunden gewinnen. Okay, und jetzt gehst du rein und baust die neue Geschichte auf und die heißt, ich kann Kunden gewinnen. Damals habe ich den Kunden gewonnen, ich habe den Kunden gewonnen, ich habe den Kunden gewonnen. Ich habe das so gut gemacht, ich habe den so gut überzeugt, ich habe das so und so gemacht. Hey, cool. Bau dir eine andere Überzeugung auf. Suche Beweise aus deiner Vergangenheit, warum du es kannst. Der eine sagt, ich kann nicht mit Geld umgehen, das ist mein Problem, deswegen kann ich keinen Wohlstand aufbauen. Okay, vielleicht gab es in deinem Leben irgendwo in der Kindheit einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, da war ich vielleicht 8 Jahre alt, da war ich 9 Jahre alt, so irgendwas, da hatte ich echt gut Geld. Da konnte ich damit haushalten, da hatte ich immer was übrig. Ich habe mir mein Spielzeug gekauft, habe das und das gemacht, aber ich hatte immer Geld übrig. Okay, also weißt du es, wie es geht, du kannst das. Und das heißt, die Geschichte positiv umformulieren. Die Wahrheit ist, damit kann man immer gut anfangen, die Wahrheit ist, dass ich mich auf den Aufbau von Vermögen konzentrieren kann, dass ich das kann, ich kann mit Geld umgehen und dann Beweise finden. Finde Beweise dafür und schreib jetzt einfach mal ganz spontan ein paar Beweise auf, warum du es tun kannst. Und hier sind wir schon beim Bewusstsein, das kommt jetzt schon ins Bewusstsein rein. Weil neues Bewusstsein aufzubauen für dein Ziel heißt, zu verstärken, verstärkst du das Ganze und sagst, warum, habe ich gerade schon gesagt, warum kannst du das tun? Warum ist es einfach und leicht? Und nicht, oh, wisst ihr, was die meisten machen? Die sehen so einen Berg vor sich und sagen, um Gottes Willen, ist es aber schwer. Oh, ist es ein Haufen Arbeit bestimmt. Oh, das muss ja ganz krass sein. Das ist ja bestimmt voll schwer. Das ist voll gar nicht zu erreichen, unerreichbar oder was auch immer. Ist dein Ziel möglich, dass man das erreicht? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Wenn es möglich ist, ist es machbar. Und wenn es machbar ist, kannst du es tun. Das ist wichtig. Und frage dich hier wirklich, warum kannst du es tun? Du kannst dich sogar auch fragen, warum kannst du es trotzdem tun? Obwohl alles dagegen spricht, obwohl alles im Umfeld gerade dagegen spricht, warum kannst du trotzdem deinem Partner verzeihen und ihn einfach wieder in den Arm nehmen? Warum geht es trotzdem? Warum geht es trotzdem? Und warum ist es einfach und leicht? Hol dir die Gründe. Sag, jeder Berg liegt mir zu Füßen. Jeder Berg liegt mir zu Füßen. Schaust nicht so hoch und siehst einen riesen Berg und schaust da unten und sagst, jeder Berg liegt mir zu Füßen. Okay, cool. Da ist er, der kleine Berg. Was machen wir mit dem? Jetzt, zack, mit einem Schritt drauf und los geht's. Und das ist wichtig. Und jetzt mach einen Aktionsplan. Schreib bitte jetzt 3 Dinge auf, die du tun kannst, um dein Ziel zu erreichen. Ganz spontan. Irgendwas, was dir kommt. 1, 2, 3. Zack. 3 Dinge. Und der nächste Punkt ist tun. Lege jetzt einen Schritt fest. Lege diesen Schritt wirklich fest. Leg Disziplin an den Tag und fang an mit einem Schritt heute noch. Fang an, eine Sache zu tun. Fang an, eine Person anzurufen. Fang an, etwas zu tun. Das ist ganz wichtig. Jetzt hast du den Plan. Konzentriere dich nochmal auf dein Ziel. Fokussiere dich. Stell dir vor, es wäre schon so, wie du es haben möchtest. All deine Ziele, Wünsche und Träume kommen jetzt zu dir. Was wäre das für ein Gefühl? Hol dir dieses gute Gefühl hier oben. Schau dir es nochmal an.
Erkenn noch mal deine Blockade und sag, es ist eigentlich gar nichts da. Weil ich kann es ja tun, ich kann es ja machen. Warum kann ich es trotzdem tun? Ich kann es machen. Jetzt holst du dir wieder die Energie. Geh immer wieder hoch. Geh immer wieder hoch und hol dir die Energie von deinen Zielen. Hol dir die Power. Stell dir wieder vor, du hast deine Ziele erreicht. Jetzt in dem Moment wäre alles so, wie du es haben möchtest. Nimm es mal an. Wie würdest du dich fühlen? Alle deine Ziele, Wünsche und Träume würden jetzt zu dir kommen. Dein Porsche wird jetzt vor die Haustür geliefert. Dein Kontostand, du schaust jetzt auf dein Konto und da ist 1 Million mehr drauf. Wie wäre das für dich? Und im Tun musst du dich so fühlen, als ob du es schon erreicht hast. Und das ist letztendlich der Prozess. Wie fühlst du dich in diesem Prozess? Wie fühlst du dich nach diesem Prozess? Wir haben das jetzt nur mal ganz kurz durchgegangen. Also stell dir mal vor, du nimmst dir wirklich mal, wenn du ein großes Ziel hast, du nimmst dir wirklich mal 10, 20 Minuten Zeit und baust es wirklich auf, schreibst deine Geschichte um, die dich abhält und so weiter. Wie fühlst du dich? Merkst du, dass du mehr von deinem Potenzial nutzt oder ist es eher weniger? Schreib mir das mal in den Chat rein. Wie fühlst du dich durch diese Übung? Wie fühlst du dich mit diesen 7 Schritten? Mauro sagt, alles ist so, wie man denkt, dass es ist. Ganz genau. Dietmar, Punkt 3, durch falsche Fokussierung mich fast in den Ruin gebracht, bekomme aber die Blockade nicht gelöst. Trotz, dass ich weiter meine To-Do-Liste abarbeite. Okay, Dietmar, was ganz wichtig ist, entweder melde dich bei uns und schau dir an, was wir zum Thema Neurotraining machen können. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, weil da geht es darum, das im Unterbewusstsein zu verarbeiten. Weil du hast, wenn man sich falsch fokussiert hat auf Dinge, die man gar nicht wollte und war man da. Ich kenne es zum Beispiel von einer Bekannten, die haben sehr gut Geld verdient und der Mann hat sehr gut Geld verdient, sie hat sehr gut Geld verdient und ihr Mann hat alles gemanagt und so weiter, doch er hat eine Fehlinvestition gemacht und dann war das Geld weg. Und was sie gemacht hat die ganzen Jahre ist, dass sie immer nur geschaut hat, wie kann sie wo welche Rechnung bezahlen, sie war komplett auf der negativen Seite und er ist dann auch darüber gerutscht. Die waren beide dann letztendlich nur da, oh, wie bezahlen wir diese Rechnung, wie können wir das noch machen, wie können wir das hin und her schichten. Und sie beschäftigen sich eher mit ihrer, ich sage jetzt mal, mit ihrer angehenden Insolvenz, anstatt sie Umsatz machen. Und das hat sie letztendlich in den Ruin getrieben. Okay, und das ist genau der Punkt. Und hier geht es darum, sich wieder auf das zu fokussieren, was will ich wirklich, auf meine Ziele, Wünsche und Träume. Und klar hält dich das ab, Dietmar. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, und danke auch für deine Offenheit, Dietmar, ja, das, was wir hier gemacht haben, das bringt dir danach so circa 2-3% mehr aus deinem Potenzial. Da sind wir noch nicht auf 100%. Ich kann aber eines mit dir machen, wenn du Bock hast. Ich komme am Ende November, da komme ich nach Tschechien und da gehen wir 3 Tage diesen Prozess so lange durch, bis du da bist, wo du sein möchtest. Am ersten Tag schauen wir uns deine Ziele an, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest, dein Ist-Zustand. Du wirst deine Berufung sehr viel klarer haben und du wirst vor allem dein Warum finden, was dir so eine Power, eine Energie gibt. Am zweiten Tag schauen wir es an, wir lösen die Blockaden auf allen Ebenen. Bewusstsein, Unterbewusstsein, Energiefeld und so weiter, lösen wir wirklich diese ganzen Blockaden, die du mit dir rumschleifst, die deinen Erfolg sabotieren sozusagen, die zwischen dir und deinem Erfolg stehen. Und was wir dann noch machen, ist, dass wir dann zusammen am dritten Tag einen Plan aufbauen, dass du ganz genau weißt, was musst du tun, um dahin zu kommen, wo du hinkommst. Und du gehst in der vollen Power raus, in deinem vollen Potenzial bist du. Ich habe euch da ein Video auch gemacht mit einer Seite, da könnt ihr auch schauen, könnt ihr das Ticket auch buchen. Ich freue mich megamäßig, wenn ihr dabei seid. Martin schreibt sicher gleich den Link mal rein. Und freue mich, wenn ihr da mit dabei seid in Tschechien. Wir haben ein super geiles Hotel, aber es ist alles dort erklärt. Und wenn ihr Fragen habt dazu, einfach mal ganz kurz anrufen bei uns, kurze E-Mail schreiben. Wir sind wirklich für euch da. Wir wollen, dass du deine Ziele, Wünsche und Träume erreichst. Ja, das ist ganz wichtig. So, Anne Ringbach schreibt, wow,
Und genau das ist das. Genau das ist es. Wow. Du hast danach dieses Wow-Gefühl und sagst, hey, ich kann das tun, ich kann es anpacken und das sind diese Sachen, die ich machen muss. Also geh voran, also tu es einfach, mach es einfach. Das ist wichtig. Sophia fühlt sich kraftvoll, energievoll, motiviert. Mauro sagt, tu es und setz es um. Lebe jeden Tag deinen Traum. Sehr cool, super. Freue mich, euch in Luzern kennenzulernen, Sophia. Freue mich auch schon sehr drauf. Sehr gut. Begeistere dich jeden Tag, Mauro. Ganz genau. Haben wir letztes Mal sehr viel gemacht zum Thema, zum Feuer der Begeisterung. Haben wir sehr viel gemacht. Ja. Okay, ihr Lieben. Also hier ist der Link gerade drin. Könnt ihr in den Kommentaren mal anschauen. erfolg.weinstock-group.com/event. Ewig langer Link. Aber ihr kommt drauf, da ist ein Video gemacht, das alles erklärt und ich freue mich drauf, wenn wir uns in Tschechien sehen. Warum Tschechien? Ganz einfach, das ist das Grand Hotel Pub. Da wurde der James-Bond-Film gedreht, der Casino Royale. Das Ding gibt es seit 1701, da sind die größten Persönlichkeiten, waren da schon zu Gast und du bist auch eine große Persönlichkeit. Und das ist einfach das, weißt du, das hat etwas mit Power zu tun, hat was mit Energie zu tun und du hast einen super Spezialpreis, weil normalerweise, wenn wir miteinander arbeiten und uns treffen, das ist ja nicht online, ja, und wenn du dich physisch mit mir treffen willst und ein Seminar hast, also gibt es entweder die Möglichkeit, mit mir 1:1 zusammenzuarbeiten, das ist ein Tagessatz von 12.500 Euro. Wenn du sagst, ja, ich möchte ein Seminar besuchen, dann kannst du 5 Tage mit mir machen, hier in Marbella. Und das sind 15.000 Euro. Und dann ist ganz klar, dass 2,5 Tage danach 7.500 Euro wären. Und die du dafür investieren müsstest. Das sind aber keine 7,5, sondern es sind so 1.997 für das komplette Training, für das komplette Seminar, wo du dein volles Potenzial entfaltest. Und du gehst raus und du erreichst deine Ziele. Ein Ziel nach dem anderen. Du bist in so einer Power, in so einer Energie. Du weißt, zack, bang, wie du die Energie wiederholst, wie du sofort in deinen Spitzenzustand reinkommst, wie du sofort in deinen Flow reinkommst. Du hast viel mehr gute Tage, in denen alles genauso läuft, wie du es haben möchtest. Und, wie gesagt, du gehst mit dem Plan raus. Du gehst wirklich mit einem Plan raus. Und du bekommst eines dazu. Ich will, dass danach die Energie nicht einfach wieder verpufft. Wir machen kein Motivationsseminar, wo man irgendwo auf den Tischen tanzt und das war's. Und man behält die Energie für 3 Tage, die Begeisterung. Nein, es geht wirklich darum, wir machen danach ein Jahrestraining. Du bekommst ein Jahrestraining mit mir. Wir haben alle 2 Wochen zusammen einen Zoom-Call in der Community. Da wird eine sehr erfolgreiche, positive Community entstehen, wo du dich austauschen kannst, wo Geschäfte entstehen und so weiter. Und das ist, das wird richtig gut, das wird richtig Spaß machen. Und wir sind 1 Jahr zusammen, du bekommst eine komplette Verkaufsausbildung nochmal dazu, wie du verkaufst im 1:1 Gespräch, wie du in Webinaren verkaufst, wie du auf der Bühne verkaufst. Steht alles auf der Seite, schau es dir an. Das heißt, normalerweise kostet dieses Power Mind Selling Jahrestraining 3.997 Euro. Und hier investierst du einmalig 1.997, jetzt gerade noch, ist jetzt gerade ein Sonderangebot, ist jetzt gerade ein Spezialpreis, also entscheide dich schnell. Und bekommst das komplette Jahrestraining noch obendrauf. Normalerweise wirst du knapp 6.000 hier investieren und jetzt sind es 1.997, also ein absoluter Spezialpreis. Wer wirklich Lust hat, dass wir uns treffen, dass wir uns wirklich physisch treffen, weil das ist nochmal was ganz anderes als online. Da sehe ich dich, da sage ich, hey, pass auf, guck mal, zack, zack, da kannst du dieses machen, du solltest das noch machen, solltest jenes noch machen. Das wird richtig cool, das wird ein richtig gutes Hammer-Event. Ja. Da freue ich mich drauf, wenn du mit dabei bist. Okay, super. Mauro freut sich schon riesig auf Marbella. Klasse, sehr gut. Okay, ihr Lieben, das war es jetzt einfach mal zu diesem Prozess. Schreib dir diesen Prozess auf, diese 7 Punkte, wenn du ein großes Ziel hast. Geh das durch und geh das auch ruhig mehrere Male durch. Du wirst merken, wenn du es einmal machst, bringt dir das ein paar Prozent. Wenn du es nochmal machst, bringt es nochmal ein paar Prozent. Wenn du es nochmal machst, bringt es nochmal ein paar Prozent Potenzial mehr. Und der Punkt ist ganz einfach, wir alle haben blinde Flecken. Und das ist genau der Punkt.
du schaffst irgendwo, wenn du die Übung machst, kommst du irgendwann an einen Punkt ran, wo du nicht mehr weiterkommst. Und da bist du an einem blinden Fleck. Blinde Flecken kenne ich auch, weil das ist genau das, wo meine Frau, ist meine beste Mentorin, Nicoletta, kommt zu mir und sagt, Schatzi, mach das doch so und so. Und ich sage, hä? So soll ich das machen? Warum das denn? Ja, geht doch viel einfacher, machst du mal, probierst du mal. Dann sage ich, ja stimmt, klar, es ist viel einfacher. Und dann merkt man auf einmal und spürt auf einmal, man hat eine Veränderung bekommen, für die hast du vielleicht eine halbe Stunde gebraucht, für die hättest du sonst alleine ein halbes Jahr gebraucht oder länger. Und das ist wirklich die Power von Mentoring. Und das ist genau das, was ich mit dir vorhabe, dass wir das hier zusammen tun, zusammen machen. Also geh auf die Seite, buch dir ein Ticket, sei dabei. Und es ist wichtig, dass dich einfach dein Unterbewusstsein, deine Einstellung, egal was da ist, nicht mehr länger sabotiert und vom Erfolg abhält. Sondern mir ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Ziele, Wünsche und Träume erreichst, die du haben möchtest. Okay, sehr gut. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zusammenzuarbeiten. Vielen, vielen Dank fürs Liken, fürs Teilen, fürs Dabeisein, für eure Begeisterung, für euer Training, fürs Gas, das ihr hier reingebracht habt. Und ich wünsche euch jedem jetzt hier den richtigen Raketentreibstoff, der durch deine Adern fließen soll. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich freue mich aufs nächste Mal, freue mich auf nächsten Freitag 12 Uhr, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum Weinstock TV und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir ganz viel Energie, ganz viel Power und ganz viel von deinem inneren Potenzial. Lass es krachen, belohne dich für deinen Erfolg am Wochenende. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel. Ciao, tschüss.